Ja, moin liebe Community, heute gibt es Wissenswertes zum Thema Duty Cycle. Habt ihr sicherlich schon des Öfteren von gelesen, von gehört. Erstmal ganz kurz und knapp, was steckt eigentlich dahinter? Es bedeutet, dass in diesem Frequenzbereich, der genutzt wird, maximal 36 Sekunden pro Stunde gesendet werden darf. Ja, und das ist halt ein limitierender Faktor. Und jetzt wollen wir uns mal kurz überlegen, was passiert eigentlich mit dem Duty Cycle, wenn ein Firmware-Update ansteht. Denn diese Daten werden ebenfalls über diesen Frequenzbereich, in diesem Kanal transportiert. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass 40% des Duty Cycles für Updates reserviert werden, falls ein Update gerade rübergeschoben wird. 60% des Duty Cycles bleiben immer frei für Funktion und Bedienung der Geräte. Das Ganze wird übertragen in einem Broadcast-Verfahren. Das heißt, ein Update wird parallel an alle Geräte gleichen Types übertragen. Und ihr solltet nicht vergessen, dass die Geräte nach einem Firmware-Update automatisch neu starten. Das heißt, bei einem Schaltaktor kann es passieren, dass die Steckdose zum Beispiel nach dem Firmware-Update ausgeschaltet wird. Das Update-Verhalten, das heißt, ob es manuell jetzt angestoßen werden muss oder auch automatisch geschieht, das könnt ihr in der App einstellen. Wo das genau zu finden ist, das findet ihr im Anwenderhandbuch. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen zum Thema Duty Cycle. Hat mich gefreut und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal im nächsten Tutorial.